die beiden ihre Arbeitskleidung bekommen haben, haben sie sich sehr gefreut und man hat auch gemerkt, dass sie sich sehr geehrt gefühlt haben, dass sie jetzt zu einer Gemeinschaft, zu einer Firma dazugehören. Wir hatten kurzfristig einen großen Industrieauftrag bekommen und dazu brauchten wir eigentlich noch ein paar Mitarbeiter, die aber auf dem Arbeitsmarkt relativ schwierig zu finden sind. Bin ich hier nach Deutschland gekommen, normal erster Monat mit Papier und Behörde und so, war ich beschäftigt und danach habe ich vor Arbeit gesucht, bis ich Weißenfels gefunden. Meine Freundin Bastel hat gesagt zu mir, du auch kommst arbeiten? Ich sagte ja und ich komme arbeiten. Wir machen im Industriebereich sehr viel mit POR-Schäumen, also das sind vorgefertigte Teile für den Automobilgebrauch und da müssen Teile gereinigt werden. Das ist eigentlich eine relativ leichte Tätigkeit, aber wo man nicht immer Leute findet, die das ordentlich machen. Und die beiden haben das wirklich sofort von Anfang an sehr gut gemacht. Bei den organisatorischen Tätigkeiten war die erste Tätigkeit, dass ich mich halt mit dem Arbeitsamt in Verbindung setzen musste, weil es war halt ungeklärt, ob sie einfach so bei uns anfangen dürfen. Und dann hat das Arbeitsamt mir geraten, dass wir halt Anträge ausfüllen. Wir haben die Vorrangprüfung beim Arbeitsamt in Neuwied gestellt. Das ist ein Antrag, wo die Stelle ausgeschrieben wird, also was Kamal und Bashta hier bei uns machen müssen. Und Reinigungskräfte hatten wir vorher schon Probleme gehabt, die zu finden, also unter deutschen Arbeitnehmern. Und nach 4 bis 6 Wochen haben wir dann die Zusage bekommen, dass sich kein Deutscher darauf beworben hat. Und so konnten wir dann Bashta und Kamal einstellen. Die beiden sind also sehr lernfähig und ich denke, dass wir die auch weiter fördern und entwickeln können, dass sie nachher noch ganz andere Tätigkeiten bei uns machen können. Also ich versuche, die überall in alle Arbeiten sowas einzubringen, dass man nachher nicht nur sagt, hier, wir können nur abwaschen, sondern dass die hier so arbeiten, dass sie alle Sachen beherrschen. Die beiden sind ja in der Lackierung tätig und ich denke, da kann man auch noch einiges machen, dass sie da vielleicht sogar später ausgebildeter Lackierer sind. Bashta und Kamal gehören auf jeden Fall ganz selbstverständlich dazu. Die sind immer sehr freundlich, grüßen immer, haben momentan ja auch Ramadan, das heißt, sie essen momentan tagsüber nichts, aber machen trotzdem ihre Pause und das ist nicht so, dass sie dann ausgegrenzt werden oder dass sie anders behandelt werden. Also sind ganz normale Arbeiter wie alle anderen hier auch. Bis jetzt, wir sind alle wie Freunde und Bruder, arbeiten zusammen. Es ist sehr wichtig, dass diese Leute eine Perspektive haben. Und wenn alle Betriebe vielleicht ein Stückchen weiterdenken würden, wäre das mit der Integration vielleicht sehr einfach für die Leute.